Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit dem fünften Teil des Boss Guides zu Karagas Palast im schweren Modus Karaga höchst selbst in Zusammenarbeit mit Vanion oder Venion. Der Kampf hat schon angefangen und ich werde euch mal so die wichtigsten Bossmechaniken versuchen zu erklären. Es sind nicht so besonders viele. Eine habt ihr gerade gesehen, das ist so ein Feuer, das der Boss nach hinten heraus macht. Das heißt, die Milis sollten nicht hinter ihm stehen, sondern von der Seite angreifen, wenn möglich. Das ist nicht immer möglich, weil es manchmal passiert, dass der Boss gezogen wird und entsprechend man so ein bisschen was von dem Schaden abbekommt. Aber soweit ich weiß, sind das nur, glaube ich, wenn man einen Tick abkriegt, 2.000-3.000 Schaden. Das ist nicht sonderlich viel. Ein zweites Ding habt ihr auch gerade gesehen, das waren so ein paar Ads, die aus ihm heraus spawnen, die dann jeweils einen Spieler anvisieren und dort explodieren für ein paar tausend Schadenspunkte. Die kann man sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach mit AE-Schaden töten. Ihr werdet das sogar nachher noch sehen, dass ich da auch als Heiler mit einsteige und mithelfe. Also das sollte eigentlich für euch kein großes Problem darstellen. Die Milis sollten auch schauen, dass sie nicht vor dem Boss stehen, denn nach vorne schießt er so ein paar Raketen, die nach Möglichkeit, wenn überhaupt, dann nur der Tank abbekommen sollte. Das heißt, wie gesagt, deswegen von der Seite angreifen. Was er noch macht, ist nach einer Zeit so diese Feuerflecken, diese, ich weiß gar nicht, was das da sein soll, so Teer oder so, unter sich zu spawnen, die anfangen zu brennen und im Laufe der Zeit den Raum ausfüllen, sodass der Platz immer enger wird, auf dem ihr ohne Schaden zu bekommen kämpfen könnt. Von daher ist es eben wichtig, dass der Tank, so wie er es bei uns macht hier, am besten einfach den Boss am Rand lang zieht, sodass die Mitte frei bleibt und ihr einerseits ein bisschen Luft habt, wenn ihr den doch mal ein kleines Stückchen laufen müsst, um den den Ads auszuweichen und vor allen Dingen überhaupt halt Luft habt, um euch bewegen zu können und auch den restlichen Bossfähigkeiten auszuweichen. So, also die wichtigsten Dinge haben wir schon genannt. Einmal Schaden nach vorne in Form von Raketen, Schaden nach hinten in Form von Feuer. Dann legt ihr eben diese Feuerpatches, denen ihr ausweichen müsst. Dann gibt es noch einen Effekt, den haben wir genau jetzt hier gerade gesehen. Da zieht er, oder umgekehrt, da macht er erstmal einen Debuff auf einen Spieler. Dieser Spieler zieht dann automatisch alle anderen, die in der Nähe stehen, zu sich ran. Ich glaube maximal 3 oder 4, also nicht alle Spieler inklusive Tank, sondern irgendwie 3 oder 4 zieht er zu sich ran. Die bekommen dann Schaden und wie bei allen Effekten, das gibt es ja auch schon bei mehreren Bossen oder bei sehr, sehr vielen sogar, dass Spieler mal rangezogen werden, heißt es so schnell wie möglich einfach von diesem einen Spieler weg, der ist geroutet und der Debuff kann dispelled werden. Bei uns hat es, glaube ich, ein DD gemacht, diesen Dispel. Ich weiß auch gar nicht, ob der so unglaublich essentiell ist, ob der es vielleicht sogar ein, zwei Mal verpasst hat. Aber möglich ist es auf jeden Fall, aber ihr kennt das Problem, das habe ich auch schon in den letzten Videos angedeutet, dass die Debuffs im Raid-Interface immer relativ schlecht bis mehr oder weniger gar nicht zu erkennen sind, vor allen Dingen wenn es noch mehrere Debuffs gibt, die zwischendurch auf anderen Spielern sind oder auf dem Tank sind. Von daher, naja, man kann nur hoffen, dass am Interface da noch ein bisschen geschraubt wird oder zumindest das Interface-Design, wie es auch bei WoW der Fall ist, freigegeben wird für die Community, sodass man sich da eigene Mods entwickeln kann, damit man sowas eben besser angezeigt bekommt. Momentan ist das eher eine ziemliche Katastrophe mit vor allen Dingen den Debuffs. Und ihr seht, das Spielchen wiederholt sich eigentlich die ganze Zeit zu den Abständen, in denen die Ads kommen. Ihr seht jetzt, dass ich hier mit Nuke, mit Tod von oben heißt die Fähigkeit beim Bounty Hunter, die hat man nur einmal pro Minute. Und ich bin mir relativ sicher, dass ab dem Zeitpunkt, ich glaube, in den ersten beiden Ad-Wellen habe ich es noch nicht gemacht, da habe ich noch durchgeheilt. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, ein bisschen mitzuhelfen, die Ads zu killen, ich das jedes Mal den Cooldown wieder frei hatte, als die neuen gespawnt sind. Das heißt dementsprechend, dass sie vermutlich seltener als einmal pro Minute spawnen. Und ich habe es jetzt auch nicht gesehen in dem Kampf oder in anderen Kämpfen, die wir gegen Karagan gemacht haben, dass sie randommäßig irgendwie deutlich häufiger spawnen würden. Und wie gesagt, die haben echt nicht viele HP, die gehen relativ schnell down und stellen kein großes Problem dar. Ansonsten, ja, ihr habt zwischendurch mal ein bisschen gesehen, dass Shiro ein paar Mal relativ weit runter gedroppt ist. Ich kann euch aber nicht genau sagen, ob das jetzt vor allen Dingen daran lag, dass er noch nicht so das extrem gute Equipment hat. Ihr seht jetzt, er hat hier 17.300 HP. Das ist eigentlich für einen Tank im schweren Modus schon ziemlich wenig. Unser anderer Tank, der normalerweise Sifan, der meistens bei uns Main Tank gespielt hat, glaube ich, wenn er gebufft ist,
im Raid so um die 21.000 irgendwas um den Dreh rum. Ich glaube, da gibt es auch welche, wenn sie Full Tier 3 haben, die da noch ein bisschen mehr haben, die da irgendwie 22.000, 23.000 oder sogar noch mehr haben. Ich weiß es gar nicht genau. Aber das nur so, falls ihr euch fragt, warum kriegt ihr denn manchmal so eingeschränkt. Es kann auch sein, dass er vielleicht zwischendurch selbst in einem von den Feuerpatches gestanden hat und dadurch Schaden bekommen hat. Das ist im Prinzip das gesamte Geheimnis zum Kampf. Also für einen Endboss ist der eigentlich relativ simpel. Die Hauptaufgabe, die es in dem Kampf gibt, hat eigentlich der Tank, den halt vernünftig bewegen muss und nach Möglichkeit nicht irgendwie ins Camp reindrehen. Und ansonsten noch die Milis, die ein bisschen aufpassen müssen, dass sie sich vernünftig platzieren und positionieren. Aber gerade die Fernkämpfer haben bis auf einmal pro Minute ein bisschen AE machen und da freut sich ja eigentlich sowieso immer jeder Fernkämpfer drüber, wenn er das mal darf. Keine weiter wichtige Aufgabe. Ich bin mir auch zurzeit gerade nicht ganz sicher, ob diese Droiden auch von den Milis mit AE-Schaden belegt werden können oder ob die vorher schon explodieren. Ich weiß es gar nicht genau. Habe jetzt auch gar nicht darauf geachtet, wie wir das gemacht haben. Aber die stellen, wie gesagt, keine so große Gefahr dar und da liegt der Boss auch schon. Also alles richtig gemacht. Nochmal ganz kurz zusammengefasst die wichtigsten Infos zum Kampf. Wir haben es gespielt und das solltet ihr nach Möglichkeit auch machen mit einem Tank mit 5 DDs und 2 Heilern. Der Boss wird am Rand entlang gezogen vom Tank. Die Adds ganz schnell töten, das ist auch wichtig. Milis sollten von der Seite angreifen, damit sie diesem Effekt nach vorne, dem Feuereffekt nach vorne, dem Feuereffekt nach hinten ausweichen können. Wenn Spieler zusammengezogen werden, müssen sie auseinanderlaufen und der Spieler, der diesen Debuff hat, kann, / sollte dispelled werden. Das war's eigentlich schon. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonniert und sage bis bald, euer Onkel Barlow.